Wieso Silvio Heinevetter und die Füchse Berlin im Streit sind, weshalb Heinevetter vorzeitig zur MT Melsungen wechseln könnte und warum sich Lebensgefährtin Simone Tomalla einschalten muss, das und mehr jetzt bei Handballpuls. Es ist der absolute Transferhammer der letzten Wochen. Die MT Melsungen verpflichtet Silvio Heinevetter von den Füchsen Berlin. Heinevetter unterschrieb einen Vertrag ab 2020 für 2 Jahre plus 1 Jahr Option. Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Vor allem löste dieser Transfer im Nachhinein eine öffentliche Debatte zwischen den Füchsen Berlin und Silvio Heinevetter aus. So ließ Silvio Heinevetter verlauten, die MT Melsungen hat mir viel Wertschätzung entgegengebracht und um mich gekämpft, wie man es sonst nur für eine tolle Frau macht. Das war der Anfang eines öffentlichen Schlagabtauschs. Nachdem Bob Hanning verlauten ließ, dass Silvio Heinevetter ein Fuchs hätte bleiben können, ging das Lager von Silvio Heinevetter in die Offensive. So postete zum Beispiel die Lebensgefährtin von Heinevetter, Simone Tomalla, dass Lügen kurze Beine haben. Auch der Geschäftsführer der Füchse Berlin, Bob Hanning, äußerte sich eher negativ über den Wechsel bzw. die Leistungen von Silvio Heinevetter in der Vergangenheit. Es ist ja auch nicht so, dass er die letzten 1,5 Jahre Weltklasse gehalten hat. Hanning wehrte sich gegen die Vorwürfe von Heinevetter und dessen Lebensgefährtin Simone Tomalla. Posts von Spielerfrauen kommentiere ich grundsätzlich nicht. Erst recht nicht auf diesem Niveau, denn da kenne ich mich nicht aus. Böse Zungen könnten behaupten, dass Bob Hanning dem Ganzen doch eher aus dem Weg gehen möchte. Denn Silvio Heinevetter als extrovertierten Typen mit seiner Lebensgefährtin Simone Tomalla als sehr bekannte Persönlichkeit mit viel Reichweite können den Handballmacher und Geschäftsführer der Füchse Berlin, Bob Hanning, in der Außenwahrnehmung schaden. So holte Silvio Heinevetter nochmals gegen seinen derzeitigen Geschäftsführer aus und übermittelt der Bild-Zeitung folgendes. Nach wochenlangen Bemühungen meinerseits um ein Gespräch hat mir Hanning zu verstehen gegeben, dass es kein unterschriftsreifes Angebot der Füchse geben wird. Jetzt behauptet er im Nachhinein das Gegenteil. Was nun die Wahrheit in dieser Auseinandersetzung ist, bleibt das Geheimnis von Silvio Heinevetter und Bob Hanning. Dennoch könnte diese Auseinandersetzung dazu führen, dass Silvio Heinevetter den Vertrag bis 2020 eventuell doch nicht erfüllt, falls das Tischtuch zerschnitten sein sollte. Die MT-Melsung hätte auf jeden Fall das nötige Kleingeld, um Heinevetter vorzeitig auf den Vertrag zu holen. Auch hier könnte man Bob Hanning nachsagen, dass alles Strategie sei. Aus Berichten der Vergangenheit weiß man, dass die Füchse in die Saison 2018-2019 mit einem Etatdefizit von 500.000 Euro in die Saison gegangen sind. Zwar kam die Club-WM in Doha Mitte Oktober 2018 hinzu, aber in Doha verlor man im Finale gegen FC Barcelona, sodass man nur einen Scheck von 160.000 Dollar mit nach Hause nahm. So bleibt also immer noch ein Defizit von 340.000 Euro übrig. Womöglich versucht Hanning demnach mit Silvio Heinevetter eine Ablösesumme zu erzielen, um die Kasse der Füchse Berlin wieder aufzupolieren. Denn mit Martin Ziemer hat man theoretisch eine Nummer 1 für ein Jahr Bundesliga in der Saison 2019-2020 verpflichtet. Die Spekulationen werden also nicht abreißen. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Ist die ganze Geschichte Kindergarten und ein normaler Vorgang im Profisport oder sind die Verantwortlichen der Füchse Berlin einfach dünnhäutig, weil ein Torhüter von internationalem Format zum direkten Konkurrenten wechselt? Oder ist alle Strategie von Bob Hanning, um Heinevetter vorzeitig loszuwerden, um eine Ablöse zu erzielen. Das waren die aktuellen Handball-Transfer-News auf Handballpuls. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Folgt Handballpuls auch auf allen weiteren Social-Media-Kanälen für noch mehr Handball-News. Das waren die aktuellen Handball-Transfer-News auf Handballpuls. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Folgt Handballpuls auch auf allen weiteren Social-Media-Kanälen für noch mehr Handball-News.